Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer und liebe Trader aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Ich darf alle soweit recht herzlich begrüßen. Ja, der DAX heute wieder mit relativer Stärke unterwegs Richtung der Marke 13.300 Punkte, aktuell knapp bei 13.258 Zähler. Wir haben verstärkt heute noch die ZEW-Daten bekommen, die den DAX nochmal mit einem Sprung nach oben verholfen haben. Ob das Ganze dann nachhaltig ist, bleibt natürlich abzuwarten. Wir haben weiterhin die relative Stärke nicht nur in den einzelnen Indizes, wie beispielsweise die US-amerikanischen Märkte, aber auch vor allem hier bei uns im deutschsprachigen Raum, sondern auch Aktien sind relativ stark gefragt. Wenn wir mal einen Blick auf den DAX werfen, haben wir sehr viele Automobilwerte, die weiterhin ihren Trend fortsetzen, aber auch mit unter anderem die Zulieferer weiterhin diesen Trend fortsetzen können. Auch der Bankensektor, Finanzsektor wird ebenfalls heute gesucht. Wirecard ebenfalls gestern mit einem Aufschlag von knapp 3%. Ja, heute Morgen haben wir uns noch mal mit dem gesamten Team hingesetzt und wirklich mal uns überlegt, welche Aktie könnte jetzt da noch ein bisschen Dynamik mitbringen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir in den letzten 5 Handelswochen relativ stark nach oben rausgelaufen sind und der Gesamtmarkt im Schnitt fast 10% zugelegt hat. Deswegen bleibt es natürlich auch etwas spekulativ mit dem ganzen Aufwärtstrend, der jetzt im Moment viel Dynamik und Momentum hat. Kursrücksetzer müssen wir natürlich jederzeit mit einrechnen. Die Aktie, die uns heute so besonders gut, aufgefallen ist, sind zwei Werte. Es war zum einen die Infineon-Aktie, die uns sehr gut gefallen hat, aber auch die Dialog Semiconductor. Dialog Semiconductor hat zumindest mal letzte Woche Zahlen rausgebracht für das dritte Quartal. Da hat die Aktie nicht so wirklich darauf reagiert. Aber das Faszinierende ist, dass heute eine Meldung rausgegangen ist für das operative Geschäft im kommenden Jahr. Da wird weiterhin auf Wachstum gesetzt. Dialog Semiconductor ist da sehr, sehr optimistisch. Zumindest möchte sie weiterhin den Umsatz um sage und schreibe fast 15% steigen. Auch die Bruttomarge-Ergebnisse werden erhöht von zuvor 18 bis 23% auf aktuell 20 bis 25%. Das hat die Aktie natürlich heute stark gefeiert und wie gesagt, da können wir fast 6% zulegen. Lasst uns da am besten mal einen Blick auf die Charttechnik werfen. Und das ist natürlich ebenfalls sehr spannend und vor allem auch interessant. Man kann hier relativ gut beobachten, dass wir in den letzten Monaten ja relativ seitwärts gelaufen sind und weder starke Tiefs noch starke Hochs gemacht worden sind. Das Erstaunliche heute ist, dass wir dann mit dieser Kerze sozusagen aus dieser Seitwärtsphase rausgelaufen sind und das für uns natürlich ein sehr, sehr stark charttechnisches Signal ist und damit auch ein sogenanntes Kaufsignal generiert worden ist. Wir haben zum einen die 200-Tage-Linie, die jetzt nachhaltig nach oben rausgenommen worden ist, aber auch die 50-Tage-Linie, die schon seit einigen Monaten soweit rausgenommen worden ist. Und deswegen bleiben wir auch weiterhin optimistisch. Ja, für den Gesamtmarkt ist es ebenfalls nochmal wichtig zu erwähnen, liebe Zuschauer, dass wir natürlich weiterhin hier im Bullenlager bleiben von Heavy Traders. Wir sind schon auf das Jahresendgeschäft, die Jahresendrallye soweit eingestellt, mit unter anderem auch für ein positives erstes Quartal 2020. Und deswegen wollen wir heute nicht das Zertifikat rausnehmen, sondern entscheiden uns, die Dialog-Semikontakte als physische Aktie mit auf den Weg zu geben. Charttechnisch kann man durchaus auch den Stop unter das letzte Bewegungstief setzen und deswegen für uns eine sogenannte Buy-and-Hold-Aktie für die kommenden Monate. Das war es erstmal von der charttechnischen und Fundamentalseite. Wir freuen uns natürlich mit unter anderem, liebe Zuschauer, besuchen Sie uns auf jeden Fall auf unsere Webseite heavytraders.live. Ja, mit, ich sag mal, gut Glück können wir eventuell morgen auch noch mal mit der Seite live gehen. Das wissen wir noch nicht und deswegen vorregistrieren, damit ihr die Meldung bekommt, wann wir live gehen, damit ihr die Möglichkeit habt, mit uns interaktiv zu agieren und vor allem auch mit unseren Tradern zu sprechen. In diesem Sinne euch gute Trades, gutes Gelingen und bis morgen.